Panama. Das mittelamerikanische Land gilt mit seiner Pflanzen- und Tiervielfalt als einer der biologischen Hotspots weltweit. Berühmt ist Panama für den 82 Kilometer langen Panama-Kanal, der Atlantik und Pazifik verbindet. In den weitgehend unberührten tropischen Regenwäldern finden über 300 Amphibienarten, vor allem Frösche, optimale Lebensbedingungen. Doch das Froschparadies ist in Gefahr. Eine sich schnell ausbreitende Infektionskrankheit tötet die Tiere mit unvorhersehbaren Folgen für das Ökosystem. Der Panameer Edgardo Griffiths ist Biologe und hat sich auf Frösche spezialisiert. Edgardo war der Erste, der das Froschsterben entdeckte. Es ist egal, wie gründlich ich nach Fröschen suche. Es gibt keine mehr. Eigentlich ist das der perfekte Lebensraum. Mildes Klima, sauberes Wasser und ein unberührter Regenwald. Aber es gibt hier im Bach einen unsichtbaren Killer, einen Pilz. Und alle Frösche sind verschwunden. Es ist wirklich sehr frustrierend. Der goldene Frosch ist das nationale Symbol in Panama. Er steht für Glück und Wohlstand. Sein Abbild wurde schon in präkolumbianischen Schmuckstücken verwendet und wird auf Märkten als Sammlerstück verkauft. Doch nun ist auch der goldene Frosch vom Aussterben bedroht und wird vielleicht bald nur noch als Souvenir aus Ton überleben. Die Heimat des Goldenen Frosches ist die bergige Region um das Dorf El Valle, 2 Autostunden westlich von Panama City. El Valle liegt in einem ehemaligen Vulkankrater. Hier lebt und arbeitet Edgardo Griffiths. Der Biologe leitet die Notaufnahmestation für bedrohte Frösche, das El Valle Amphibian Conservation Center, eine Arche für Frösche. In der Station wollen Edgardo und seine amerikanische Kollegin und Ehefrau Heidi vielen Froscharten Panamas ein Überleben ermöglichen. Allen voran dem goldenen Frosch.